Hallo und einen wunderschönen guten Tag hier bei der neuen Let's Play Lego Racers Nummer 2. En we zijn hier heute met de Hollandische hoofdmenu. Nee, dat is een kleine spaasje in zijn maken bin. Begin je snel in de spelopties. Gehen op de taal. We maken alles wieder Deutsch. So, also nochmal. Willkommen bei Let's Play Lego Racers 2. Wie angekündigt werde ich auch dieses Let's Play machen. Allerdings muss ich jetzt fortan schon sagen, es ist nicht blind. Das hat zwei Gründe. Wie ihr vorhin am Anfang auch schon gesehen habt, schmiert Lego Racers mir hin und wieder ab. Und ich habe schon einiges aufgenommen gehabt. Nämlich, im Aktionsmodus sieht man, dass Sandy Bay, Dino Island, Mars und Arctic freigeschaltet sind. Xalex allerdings noch nicht. Das liegt einfach daran, ich habe schon aufgenommen, dass das, und ich bin gerade in diese Welt reingekommen, da ist mein Spiel abgestürzt und zwischendurch sind Aufnahmen einfach weg gewesen. Zum Beispiel einige Rennen von Life on Mars haben gefehlt, von Dino Island hat alles gefehlt. Sandy Bay war zwar komplett drauf, aber naja, also ist halt ein bisschen doof gelaufen. Und ich werde jetzt einfach wieder ein neues Abenteuer machen. Um es kurz mal zu erklären, man hat auch bei Lego Racers 2 die Möglichkeit, natürlich das Baumenü zu benutzen. Man kann mit zwei Spielern zusammenspielen und natürlich eine Spielerfunktion. Da wir gerade hier einsam und alleine sind, werden wir natürlich den Einspielermodus machen. Und es gibt verschiedene Spielermodi. Dazu zählt der Abenteuermodus. Dazu werde ich gleich noch etwas erzählen, weil dort werden wir dann auch gleich mal anfangen. Den Action-Modus kann man dann alle Rennen fahren von den jeweiligen Welten. Bei den Rekorden kann man, soweit ich weiß, glaube ich, nur die Rekorde nachschauen. Die zeige ich euch jetzt aber noch nicht. Dann gibt es noch ebenfalls das Zeitrennen von den jeweiligen Strecken, die ihr schon freigeschaltet habt. Und die verschiedenen Bonusspiele der Welten. Die Bonusspiele werden wir gleich auch noch wiederfinden. Und ich könnte jetzt Spiel fortsetzen machen, was ich aber ziemlich scheiße finden würde. Weil ihr halt alles noch nicht gesehen habt. Und darum werden wir hier auch neu anfangen. So, erstmal SP1 weg. Und dann geben wir uns einen Namen. Lego Racers. Lego hat mich abgefuckt. Genau wie Google mich letztens abgefuckt hat. Ja, hier. Nennen wir es einfach Lego Sucks. Nämlich genauso wie Google mich letztens abgefuckt hat, habe ich mir auch ein E-Mail-Konto anlegen müssen, damit mein anderer YouTube-Account auch bestehen bleibt und damit ich diesen weiterhin nutzen kann. Danke Google, danke Lego, ihr beiden suckt manchmal ziemlich. So, Lego Sucks. Jetzt machen wir uns einen tollen Fahrer. Hier so ein das ist übrigens, gehe ich nochmal zurück, das hier sind ein paar, zum Beispiel der hier, den kennt man noch aus Lego Racers 1, das ist nämlich das Face von Baron oder Baron, je nachdem, ob man das mit einem oder mit zwei erst gelesen oder geschrieben oder ausgesprochen hat oder je nachdem bliblablub. So, und aus dem machen wir jetzt mal einen super Rennfahrer oder? Ne, wir machen auch einen Cowboy. Haha, Cowboy machen wir. Ein Orthodoxen? Oder? Oder so ein Sheriff-Typ? Ja, machen wir einen Sheriff draus. Ein Sheriff aus dem Wilden Westen. Mit einem silbernen Gürtel und einer schwarzen Hose. Genau. Lego Sucks, los geht's. So, nicht wie bei Lego Racers 1 müssen wir jetzt nämlich gar keinen Führerschein mehr machen. Das heißt auch, wir können leider das Gesicht unseres Fahrers nicht mehr aussuchen. Allerdings haben wir jetzt einen anderen getreuen Partner bei uns. Das ist unten der Sparky. Der erklärt uns das gesamte Spiel. Und wenn ihr das wirklich alles lesen wollt, dann müsst ihr das in den Kommentaren reinschreiben oder ihr müsst euch das Spiel selber holen. Also,
man kann hier jetzt beim Auto bauen entweder aussuchen, entweder baut man sich ein eigenes hier links oder man geht nach rechts und nimmt eins der der bereits fertigen. Das ist mein allererstes Fahrzeug, nicht wundern. Und ich denke, ich würde es eigentlich schon wieder gern benutzen, aber das sieht schon, das passt jetzt nicht so wirklich. Wir machen einfach ein neues. Nur ist die Frage, wie machen wir das? Nehmen wir das. So, dann nehmen wir direkt schon mal so ein tolles Sichtfeldteil. Passt das? Ja, aber da würde ich vorher erst noch was drüber tun. Übrigens finde ich, dass von LEGO Racers 2 der Baumodus schlechter geworden ist. Mir gefällt er nicht. Weil hier sind jetzt... man kann die Sachen nicht schnell durchscrollen. Man muss allein mit den Pfeiltasten die ganze Zeit hin und her. Na, komm schon. Tun wir das drauf. Passt das? Jo. Genau, dann machen wir das Teil sehr breit. Und ich finde die Musik im ersten Teil auch schöner gemacht. So, dann hätten wir das schon mal. Haben wir uns schon mal so eine tolle Plattform gebaut. Erstmal Sichtfenster, würde ich sagen. Machen wir uns ein blaues. Genau nach davor. Das ist nur die Frage, wofür habe ich das da vorne dran gemacht? Können wir da noch irgendwas dran machen? Fähnchen. Das ist zu hoch für die Fähnchen. Mist. Ja, dann benutzen wir einfach mal diese Teile. Und schauen, wie breit die sind. Die passen da auch nicht mehr hin. Aber hey, Moment. Dann können wir doch jetzt eigentlich da ein Fähnchen einhängen. Nehme ich mal an. Es geht nicht. Das finde ich schade. Dann schauen wir, was wir noch so übrig haben. Dann tun wir das an die Seite und das an die Seite. Dann machen wir uns so einen großen Klotz. Ach, shit, das passt jetzt gar nicht. Das passt jetzt gar nicht. So ein Müll. Ach, dann müssen wir das wegmachen. Und dann, genau, machen wir das so einfach. Nee, so. Das muss so. Genau, dann machen wir das so nochmal seitlich. Genauso wie das hier. Dann haben wir unten jetzt noch zwei übrige Sachen. Können wir da noch zwei Teile drauf tun? Das ist zu hoch. Genau, das ist unser erstes Fahrzeug. So soll es erstmal bleiben. Haben wir jetzt so eine Art Gleiter. Unterstellen, ja, das hätten wir. Und auf geht's! Also, Lego Sucks. Zunächst musst du lernen, wie man das Auto steuert. Das habe ich schon längst gelernt. Drücke Cursor rauf, um Gas zu geben. Das ist offensichtlich. Drücke Leertaste, um anzuhalten. Irgendwie auch fast offensichtlich. Und Cursor runter zum Rückwärtsfahren.
Thanks, Captain Obvious. Jetzt fahr zur Übung ein bisschen herum. Folge den grünen Pfeil. Wir treffen uns am Strand. Bis gleich. Doppelt Ausrufezeichen. Das sieht jetzt aus, als hätten wir eine Art Gleiter. Weil man die Reifen fast nicht sieht. Haha. Hui. Aber irgendwie geht die Musik aus dem Hauptmenü noch weiter. Und ich glaube, eigentlich sollte das nicht so sein. Naja, wir fahren einfach mal dahin, wo wir hin sollen. Fraps hat gerade eine neue Datei angefangen. Wie immer. Und dann reden wir weiter. Hey, gut gefahren. Jetzt folge dem Pfeil zurück in die Stadt. Da soll's drunter und drüber gehen. Habe ich gehört. Ausrufezeichen. Irgendwie nervt mich gerade die Musik irgendwie. Hallo? Musik aus. Schon besser, aber jetzt kann der Sound lauter. Well, genau, laut. Ja, genau, so hört man zumindest mehr was. Das finde ich besser als dieses komische Gedudel. Kann man eigentlich... okay, Steuerung kann ich jetzt nicht nachschauen, egal. So. Und bevor dieses recht lange Gespräch angefangen wird, muss ich sagen, mich stört es kolossal bei diesem Spiel, dass die Textgeschwindigkeit nicht verschnellert werden kann. Weil das dauert Ewigkeiten. Das dauert übelst lange. Aber überzeugt euch selbst davon. Ich versuche es vorzulesen. Mal gucken, vielleicht mit 5 verschiedenen Stimmen, wenn das klappt. Mal schauen. So, im Hintergrund sieht man unser tolles Flugfahrzeug. Fred. Seit ich meinen neuen Bagger habe, bin ich der schnellste Fahrer von Sandy Bay. Keine Chance. Ich bin mit meinem Postauto ständig unterwegs und kenne die Straßen wie meine Westentasche. Aber ich muss ja schon von Berufswegen so schnell wie möglich fahren. Ich auch. Aber mein Allrad-Polizeiauto ist schneller als dein Feuerwehrauto. Also bin ich der schnellste Fahrer. Nee, ich bin der schnellste Fahrer. Und ich nehm's mit jedem Herausforderer auf. Jungs, habt ihr schon mal jemanden mit einem Bagger ein Rennen gewinnen sehen? gedisst. Du könntest nicht mal Lego Sucks schlagen. Ach, halt die Klappe. Jungs, ich bin so sicher, dass ich gewinne, dass ich sogar Lego Sucks einen goldenen Stein gebe, wenn ich verlieren sollte. Hey! Genau. Komm rüber zur Baustelle und lass uns ein kleines Rennen fahren. Okay. Als ob unserer jetzt irgendwie fair fahren würde. Schon wieder gedisst. Pass bloß auf, du! Ja, und das Gespräch ist vorbei. Und mit unserem Pseudo-Raumgleiter fliegen wir jetzt über die Berge zu unserem ersten offiziellen Rennen. Und das wird noch etwas öfter vorkommen, dass ich solche orthodoxen Straßenwege entlang fahre. Über Gebirge und... Autsch, ich muss den Sound doch ein bisschen leiser schalten. Weil sonst der Wassersound ein bisschen zu krass ist, finde ich.